Hallöchen Leute zu einer neuen Folge GTA LSPDFR auf dem Kanal der Unlucky Nuts von mir, dem Gamer Freak. So, kurze Info, ich habe ja in der letzten Folge erwähnt, ich möchte mir ganz gern so eine Mod installieren, damit wir ja nur einen so einen kritischen Treffer aushalten, sage ich mal, oder beziehungsweise wenn wir einen kritischen Treffer so schusswaffenmäßig einstecken, dass wir dann direkt sterben, also ein bisschen mehr auf Realistik getrimmt. Allerdings sagt mir seit heute die Seite, wo es die ganzen LSPDFR-Mods gibt. Moment. Schön, jedes Mal, wenn ich die Anmoderation mache, kommt ein Einsatz. Ich finde es super. Ne, auf jeden Fall, dass wir halt nur einen Schuss bekommen, aber jedes Mal, wenn ich die Seite öffnen will, schlägt mein Virusprogramm seit heute irgendwie Alarm. Keine Ahnung, was da los ist. Abwarten. Deswegen heute keine neuen Mods. Ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal auch schon gehabt habe. Ich habe mir auf jeden Fall einen Trainer installiert, so. Mit dem ich ja, Zeit und sowas umstellen kann. Fand ich ganz angenehm, weil wir sonst immer nur, sag schon, weil wir sonst immer nachts gestartet haben, weil das Safecam halt immer nachts geladen wurde. Ja, das ist aber jetzt anders. Starten wir auch mal tagsüber. Tagsüber sieht er auch mal ganz nett aus. So, ich möchte mit euch heute wohin? Und zwar zum Santa Monica Pier. Da waren wir noch nie. Und, ja, mein Mikrofonhalter will mich heute ein bisschen verarschen. Ich musste mal wieder neu. So. Der, hält irgendwie nicht mehr. Der rutscht die ganze Zeit weiter runter und runter und runter. Wenn das jetzt die ganze Zeit passiert, dann weiß ich, was ich mir nachher besorgen muss. Ein Suizid, das wissen wir in unserer Stadt natürlich zu verhindern. Also wenn ich leiser werde, ne, dann nimmt es mir nicht übel, dann ist das, weil mein Mikrofon runtergerutscht ist. So, was hat er denn? Okay, Frau und Job verloren. Ach, oh, er kann nicht, okay. Okay. Ah, sehr schön. Wir haben mal einen Suizid verhindert. Das ist doch sehr angenehm. So, rufen wir gleich mal hier so einen. So, kann der Verkehr wieder fließen hier. Mensch, Kollege, sich umzubringen, das ist doch jetzt echt keine Lösung. Ehrlich. Da gibt es viele, viele andere Sachen, die man machen kann. Ich meine, sie können sich eine Therapie aufsuchen. Oder sonstiges, ja, aber umbringen ist doch wirklich jetzt scheiße. Nein, nein. Warum höre ich die ganze Zeit eigentlich Reifen platzen hier? Ach, das Fahrzeug da, das ist nicht mehr. Naja. So, der wird abgeholt, sehr schön, dann können wir ja unseren Weg fortsetzen. So, erstmal wieder ganz wichtig: Vehicle Engine always on. Damit, wenn wir ein- und aussteigen, beziehungsweise einsteigen losfahren wollen, damit er nicht erst noch den Motor anmachen muss, das kostet ja alles wertvolle Zeit. All units, a possible 914A in. Heute wollen sich aber viele umbringen. Aber den Einsatz nehmen wir jetzt mal nicht an, sondern wir fahren weiter. So, genau, lassen wir einmal hier hin. Hab nämlich gleich mal Spur gewechselt, weil ich ein weiter sowieso links abbiegen muss. Ja, und ihr merkt schon, heute, fahre ich mal nicht über rote Ampeln, sondern halte mich mal an die Regeln. Nach was ich übrigens auch gesucht. Oh, scheiße, hier habe ich ganz übersehen die Spur. Hier ist ja wie in Real Life, wenn ich fahre. da. Ja, ich habe nach einem Audi gesucht in Polizeiskin. Aber irgendwie habe ich sowas nicht gefunden. Fand ich schade. Weil Audi finde ich eigentlich mal ganz lustig, ganz cool.
ganz schnieke, sagen wir es mal so. Aber gab's nicht, was soll's. So, und ich merke schon, wie mein Mikrofon sich immer weiter nach unten verabschiedet. Ich werde den Mikrofonständer wohl austauschen müssen. Ja, super. Man gönnt sich ja sonst nichts. Attention all units, we have a 480 in Little Seoul, respond code 3. Dispatching air unit from so. Central Station. Ein Hit and Run. Oh Gott. Das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen hier. Ah, du Idiot, Mann. Alter, da sagt nochmal einer aus dem Deutschen, was funktioniert mit Rettungsgasse und sowas. Ja. Mann, Mann, Mann. So, da hinten liegt das Opfer. Geradeaus zu fährt unser Täter. Alles klärchen, mein Freund. So, du bist das, ne? Ja. Du bist es. Ah, müssen wir das echt wieder hier so auf kritische Art und Weise lösen, oder was? So, ich hoffe, er hat Attack-Antrieb. Wenn ja, kommt er nicht mehr weit. So. Ja, das wird teuer für sie bei dem, was sie alles mitgenommen haben. Das wird ziemlich teuer für sie. Ja, und die Schussverletzung, ne? Brauchen sie gar nicht jetzt überlegen, mich zu verklagen oder sowas. Wir sind zwar hier in den Staaten, da kann man ja alles verklagen, aber nee. Das haben sie sich selbst jetzt zuzuschreiben. So. Officer Gamer. Attention all units. We've got a possible stolen vehicle in Pillbox Hill. Respond code 3. So. Warten wir eben noch auf den Abschleppwagen. Der ist natürlich. Sag mir jetzt nicht, dass der wieder unten stuck, der. Sag es mir nicht. Der Transporter wird ankommen. Weil der sich jetzt zur Not eigentlich immer hierhin teleportiert. Aber, da siehst du, zack. Das ist echt gut gelöst. Aber der Abschleppwagen wird wahrscheinlich wieder im Verkehr stacken. Von daher werde ich jetzt schon mal das Teil einfach wegfahren hier. Ach, scheiße. Gamer und sowas, ey. Hab ich jetzt voll nicht mehr. Fuck, ey. Das könnte nicht gut enden. Attention all units. We have Melissa's vehicle damage in Hawick. Respond code 2. So, Turtle und so, ne? Ihr kennt das ja. Und jetzt erstmal wieder weiter zum Santa Monica Pier. Und da gehen wir dann ein bisschen zu Fuß auf Streifen, würde ich sagen. So. Macht Sinn, ne? Eine rote Ampel überfahren und an der nächsten stehen bleiben. Naja, was soll's. Ich hasse Ampeln an einem Fußübergang, Überweg, da an einem Zebrastreifen heißen. Wobei ich Zebrastreifen beim Fahren sowieso grässlich finde, ehrlich, ey. Ich hab da ohne Witz, ich mache ja momentan Führerscheine. Und ich hab da mal fast eine Person mitgenommen. Ich war zwar langsam, weil ich davor schon stand, aber wenn die dann so rechts am Fahrzeug langkommen, dann siehst du diese Sau spät, wenn der Fahrlehrer nicht ganz schmal ist, dann ja. Kriegt man auch immer erstmal einen kleinen Schock. Der Kollege hat's auch ein bisschen eilig hier. Mann, Mann, Mann. So, Jungs, tut mir leid, aber ihr seid mir echt ein bisschen zu langsam. Das ist nichts für mich hier, die Geschwindigkeit. So. Ah,
Ah, you at here. Dann schreiben wir da mal ein bisschen Werbung für die Unlucky Nutzen, würde ich sagen, auf der Parkbank. Nee, Quatsch. Ja, das muss man wirklich sagen. Also, ich hasse das ja, wenn irgendwelche YouTube-Kanäle immer irgendwo unter den Kommentaren was, oh, tolles Video, kannst ja mal bei mir vorbeischauen. Das sind immer die Kommentare, die ich dann instant lösche. Nee, also sorry, da muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben es auch hingekriegt, auf 1400 Abonnenten zu kommen, ohne irgendwo zu betteln nach Abonnenten oder sonst was, ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nee. Ich meine, da kann man ja dann irgendwie nicht mal stolz drauf sein, wenn man sich die Leute nur gefarmt hat, die einen abonniert haben, sozusagen, ja, wenn ihr mich verstehen könnt. Erstmal was ich nicht verstehen kann. Und dieser scheiß Mikrofonständer ist schon wieder nach unten gerutscht, ey. Meine Fresse. Attention all so. Units. We've got a possible stolen vehicle in the Spoochie Canals. Respond code 3. Ich will mir nicht schon wieder einen neuen kaufen. Das heißt schon wieder, aber die kosten ja auch mal, ey. Naja, was soll's. So, 400 Meter noch. Dann sind wir am Santa Monica Pier. Junge, und was ist denn mit dir los hier? Also, den Schaden an dem Fahrzeug zahlst du aber selber, ne? Da hat er nichts mit zu tun jetzt. Aber wenn er einen Schaden hat, dann musst du es natürlich zahlen, ne? Mann. So, hinter uns eine schöne Musik, aber ich denke mal, die ist so leise. Da wird nichts geclaimed, aber vorhin, als wir in dem Fahrzeug saßen, das kann böse enden. Ja, was ist denn mit dir? Meine Fresse. So weit kann ich allein. Oh, jetzt noch einen schönen LKW vor uns. Ja. So. Was soll's. So, ich habe keine rote Ampel gesehen. Ihr? Nein, okay. Dann passt ja alles. So. Zack. Und da sind wir am Santa Monica Pier. Und hier müsste es sogar einen Abstellplatz für Polizeiautos geben. So ist es zumindest in der Reality. Wenn ihr mal so Bilder schaut. Und es müsste eigentlich hier sein, oder nicht? Ja, hier sind Behindertenparkplätze und Besucherparkplätze. Ja, dann würde ich einfach mal sagen. Ja, okay. Dann fahren wir eben gleich wieder zurück, aber Verkehrsunfall, ne? Und da irgendwie Personen verletzt sind, das ist natürlich nicht gut. Deswegen nehmen wir den Einsatz an. So, müssen wir hier mal eben durch die Gasse. Oh Gott. Ah, oh, was? Ah, oh, Gott. Wait. Ich hasse sicher. Natürlich sind die in der Unterführung, ey. Wie soll's auch anders sein? So, Achtung. Ja, fuck. Ah Gott, was ist denn heute mit mir los hier? So, mein Mikrofon ist wieder unten angekommen, sehr schön. Also wenn ich jetzt leiser sein sollte, dann tut's mir leid, aber ich schieb's gleich wieder hoch, wenn wir angekommen sind. Ey, das kotzt mich gerade echt an, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Nee, das ist nicht schön. So, eine Wende einmal ganz kurz. Sehr nett, dass ihr alle anhaltet. Dankeschön. Das klappt ja heute perfekt hier. So, jetzt muss das. Hübsches Auto. Jetzt muss das nur hier klappen. Ja, bitte nach rechts und links. In der Mitte bilden wir jetzt eine Rettungsgasse. Ach, das ist der Unfall. Ich dachte schon, was ist mit denen los? So.